Heute Morgen wollen wir uns das erste Kommen Jesu Christi etwas detaillierter anschauen, als das normalerweise der Fall ist. Die Bibel sagt ja, dass Jesus zweimal kommt. Das ist das, was die Juden sich nicht vorstellen können, bis heute nicht. Die warten noch auf den Messias. Aber wir Christen, wir glauben, dass er schon einmal da war und wir glauben, dass er noch ein zweites Mal kommt. Das macht den kleinen Unterschied aus zwischen dem Judentum und dem Christentum. Aber es gibt weitere. Christus kam zunächst als Sohn Davids. Christus kam zunächst als der verheißene König Israels, um sein Reich aufzurichten. Das ist etwas, was uns vielleicht ungewohnt erscheint, weil wir Christen Jesus als den Heiland kennen, der auf Golgatha für unsere Sünde starb. Und das ist ja auch richtig und ist auch so. Aber als Jesus zum ersten Mal kam, war sein ursprünglicher Auftrag der, sein Reich aufzurichten. Als Sohn Davids. David war der Lieblingskönig Gottes und Christus war der verheißene Sohn Davids. Als sie ihn dann ablehnen, als die Königsstadt Jerusalem ihren König ablehnt, da geht er ans Kreuz und stirbt. Und er steht wieder auf. Und 50 Tage nach seiner Auferstehung wird in Jerusalem der Geist Gottes zu Pfingsten ausgegossen und Tausende von Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus, mehr noch, sie kommen zur Wiedergeburt. Sie kommen zur Wiedergeburt. Etwas Neues beginnt. Damit beginnt nämlich der neue Bund, das Geheimnis der Leibesgemeinde Jesu Christi. Das Königreich Jesu Christi erleidet Aufschub. Das Königreich Jesu Christi ist damals nicht angebrochen. Es ist ein anderes Reich begonnen, nämlich ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Um zu diesem himmlischen Reich dazu zu gehören, ist es nötig, dass wir von Neuem geboren werden, nämlich von oben herab von Neuem geboren werden. Denn die Gemeinde Christi ist zwar noch in der Welt, aber sie ist nicht von dieser Welt. Eines Tages wird die Zeit der neutestamentlichen Gemeinde Jesu Christi beendet sein. Dann wird die Gemeinde entrückt und Christus kommt als König Israels wieder und dann richtet er sein Reich auf. Das ist die Geschichte des Evangeliums. Wir finden also zwei große Linien im Dienst Jesu. Die eine Linie ist die Königslinie, die Königreichslinie, in der Christus als König Israels kommt. Und die andere Linie ist die Gemeindelinie, in der Christus und alle, die an ihn glauben, durch seinen Geist aufs Engste mit Christus verbunden sind. Das sind zwei unterschiedliche Linien. Das ist ein großes Geheimnis und dem wollen wir etwas nachspüren, weil an der Wasserscheide dieser beiden Linien befinden wir uns in Matthäus Kapitel 12, die Verse, die wir heute Morgen in der Schriftlesung gehört haben. Denn dort steht, zu der Zeit begann Jesus und sprach. Zu der Zeit begann Jesus und sprach, kommet her zu mir, alle, nicht nur Israel, alle, ohne Ausnahme, auch Sie und ich, Westerwälder und Schwaben und Badener und Franzosen, ich komme gerade aus Rumänien, selbst dort gilt das, in Russland, in Amerika, auf der ganzen Welt, kommet her zu mir, alle, hören Sie das?
Das ist nicht mehr Reichsevangelium vom König, der zu Israel kommt und der sagt, ich bin zu niemand anderem gesandt als zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das ist Evangelium für die ganze Welt. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die Königreichslinie war wie folgt. Paulus schreibt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Sachaja sagt, siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Da sie nun nah an Jerusalem kamen, gen Betphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, gehet hin in den Flecken, der vor euch liegt, und alsbald werdet ihr eine Eselin finden, angebunden, und ihr Füllen bei ihr. Löset sie auf und führet sie zu mir. Und so jemand etwas wird sagen, also wenn jemand schimpft und sagt, warum nehmt ihr den Esel weg, so sprecht der Herr Bedarf ihrer. Sobald wird er sie euch lassen. Das geschah aber alles, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, nämlich durch Sachaja, der da spricht, nämlich in Kapitel 9, saget der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der lastbaren Eselin. Jesus kam als Sohn Davids. David war der Lieblingskönig Gottes. Gott hatte David die Verheißung gegeben, dass auf seinem Thron immer ein Nachkomme sein solle. Und dieser Nachkomme war nicht Salomo, sondern Jesus. Er war der verheißene Sohn Davids und er kam zunächst als König zu seinem Volk Israel. Aber dann geschieht das Ungeheuerliche. Die Königsstadt Jerusalem lehnt ihren König ab. Sie schmähen ihn. Sie schlagen ihn. Und zum Schluss kreuzigen sie ihn. Das ist das Ungeheuerliche. Der König aller Könige kommt in seine Königsstadt und sie nehmen ihn nicht an. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist ungeheuerlich. Pilatus hat verstanden, dass Christus der wahre König Israels war. Denn er schreibt auf Jesu Kreuz, Inri, da steht's, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Hören Sie das? Pilatus hat sehr wohl verstanden, wen er vor sich hatte. Die Juden haben gesagt, dass er das ändern solle. Dass er schreiben solle, dass Jesus dies lediglich behauptet habe. Aber Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Punkt. Jesus Christus, König der Juden. Ihr habt euren König gekreuzigt. Jesus kam also tatsächlich zunächst als König Israels, als Sohn Davids. Wir wissen, dass Jesus ganz Israel durchwandert hat, von Jerusalem durch Samaria bis nach Tyrus und Sidon, bis nach Transjordanien, in die Dekapolis, in das Gebiet der 10 Städte, die finsterste Gegend, die die Juden sich überhaupt nur vorstellen konnten, voller Heiden, voller Okkultismus und Besessenheit und Schweinezucht. Das war Transjordanien, das war die Dekapolis. Dorthin ist Christus gegangen und hat von seinem Reich gepredigt. Hat den Besessenen geheilt, hat Licht gebracht. Er durchzieht sein Königreich. Das war alles seins. Das war alles seins. Jesus kam als König Israels, als Sohn Davids. Aber die meisten der Juden, insbesondere ihre Obersten, lehnten ihn ab. Sie wollen nicht, dass er über sie herrsche.
Und als sie ihn ablehnen, da lehnt er sie auch ab. Sacharja sagt diese Ablehnung des Königs durch sein Volk voraus, wenn er schreibt, Kapitel 11, Vers 8, sie wollten mich nicht mehr. Da wollte ich sie auch nicht mehr. In Matthäus 11 ist dieser Punkt gekommen. Jesus ändert seinen Weg und seinen Auftrag. Denn Matthäus 11 steht, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater und Herr Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und den Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart. Dem Nikodemus, dem hat das verborgen. Johannes Kapitel 3. Der Frau am Jakobsbrunnen, der hat das offenbart. Johannes Kapitel 4. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ab hier endet die Königreichslinie und es beginnt etwas Neues. Hier beginnt der Weg Jesu in die Verwerfung. Hier beginnt sein Weg nach Golgatha, ans Kreuz, um für die Sünden der Welt zu sterben. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, kommet her zu mir alle. Was war vorher geschehen? Jesus war quer durch Israel gezogen. Der König besichtigt sein Königreich. Überall hatte er vom Reich Gottes gesprochen und wartete darauf, dass sie ihn als König anerkennen. Selbst seine Jünger sandte er mit dieser Königsbotschaft, mit dem Reichsevangelium aus, um das zu verkündigen. Aber nur wenige nehmen ihn an. Von den wenigen sind die meisten der Meinung, dass er sie von den Römern befreien werde. Und so sagen die Emmaus-Jünger, noch nach Christi Auferstehung, wir dachten, er würde Israel erlösen. Die Mehrheit der Juden und ihre Obersten lehnen Jesus ab. Und deswegen steht in Vers 20, also nur 5 Verslein vor dem, was wir eben gelesen haben, Jesus fing an, die Städte zu schelten, in welchen am meisten seiner Taten geschehen waren. Weh dir, Chorazin! Weh dir, Bethsaida! Wären solche Taten zu Tyrus und Sidon geschehen, wie bei euch sind, sie hätten vor Zeiten im Sack und in der Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am jüngsten Gericht als euch. Und du, Kapernaum, die du bist erhoben bis an den Himmel, du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn so zu Sodom die Taten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, sie stünden noch heutiges Tags. Sodom, Sodom. Doch ich sage euch, es wird der Sodomer Lande erträglicher gehen am jüngsten Gericht als dir, Kapernaum. Da fröstelt's einen. Hier spricht der König. Mit Jesus ist nicht zu spaßen. Er hatte sie zum Reich Gottes eingeladen, er hatte Zeichen getan, Wunder getan und sich immer wieder auch als der Sohn Davids bewiesen. Und die Städte hatten sich nicht bekehrt. Und deswegen sagt er, ich preise dich, Vater und Herr Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart. Christus hat so lange Geduld mit Israel gehabt, dass sogar Johannes der Täufer, sein Herold, an ihm gezweifelt hat. Denn am Anfang von unserem Kapitel 11 in Matthäus fragt Johannes der Täufer, bist du der, da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus hat so viel Geduld mit Israel, dass sogar Johannes der Täufer, der im Alten Testament schon vorhergesagt war, beginnt an Jesus zu zweifeln und sagt, bist du der, da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten?
So lange hatte Jesus Geduld. Aber hier in Vers 25 beginnt ein neuer Auftrag, beginnt ein anderer Auftrag. Der König legt jegliche Ehre ab. Jegliche Königswürde legt er ab. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Kommet her zu mir alle. Jesus reitet nach Jerusalem ein und er bietet sich noch einmal an als König. Aber er reitet nach Jerusalem ein auf einem Esel. Ein König auf einem Esel. Nun sind im Nahen Osten viele Menschen mit einem Esel unterwegs. Aber Christus reitet in Offenbarung 19 auf einem Schimmel, auf einem weißen Pferd. Warum? Weil er der König aller Könige ist. Aber hier demütigt sich Gott in Christus und er reitet nicht auf einem weißen Pferd, nicht auf einem Schimmel in seine Königsstadt, sondern auf einem Esel. Hier legt der König alle Würde ab und geht hinauf nach Golgatha. In Offenbarung 19 wird Christus auch beschrieben. Ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt viele Kronen. Und er hatte einen Namen geschrieben, den niemand wusste, denn er selbst. Und er war angetan mit einem Kleid, das mit Blut besprengt war. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Das ist Christus. In der Offenbarung, in der Vollendung, in Herrlichkeit, auf einem weißen Pferd. Und hier in unseren Versen sehen wir das Wort Gottes reitend demütig auf einem Esel. Er bietet sich noch einmal an. Er geht dreimal nach Jerusalem hinein und abends geht er hinaus in den Garten Gethsemane. Aber sie haben ihn nicht angenommen. Wenn er aber zum zweiten Mal kommt, um dann sein Reich auch aufzurichten und dann wird Christi Reich kommen, dann reitet er auf einem Schimmel. Aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Heiden schlüge, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter des Weins, des grimmigen Zorns des Allmächtigen, und er hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte, also ein König aller Könige und ein Herr aller Herren, auch des Pilatus, auch des Kaisers in Rom, auch der Herren Putin und Trump, ein Herr aller Herren. Dann kommt Christus in Macht und Herrlichkeit, um sein Reich aufzurichten. Aber dieses Reich erlitt damals Aufschub. Israel verwarf seinen König. Und weil Israel seinen König verwarf, begann Jesus eine neue Botschaft. Zu der Zeit begann Jesus und sprach: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ab jetzt wird Christi Reich nicht mehr von dieser Welt sein. Nicht mehr in Israel verwirklicht werden. Sondern es wird ein himmlisches Reich sein. Und die, die ihm folgen, gehen nicht ins Königreich Jesu Christi ein, sondern gehen in die unmittelbare und sehr private Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes durch seinen Geist. Um aber für diese enge Gemeinschaft mit Jesus Christus passend zu sein, genügt unsere irdische Natur nicht. Sondern alle, die zu Jesus gehören, müssen von Neuem geboren sein. Sie müssen durch Gottes Geist gezeugt sein. Denn Christus selbst ist auch durch Gottes Geist gezeugt und von Maria geboren worden. Und wir werden durch Gottes Geist gezeugt und von dem himmlischen Jerusalem geboren, sagt Paulus in Galater 4.
So wie Christus durch Gottes Geist gezeugt wurde, so sind auch wir durch Gottes Geist gezeugt. Und deswegen gehören wir zu ihm. Das ist aber eine ganz andere Qualität des Glaubens als das, was Jesus damals verkündigt hat als Reichsevangelium in Israel. Und auch etwas ganz anderes als der Glaube, der im tausendjährigen Reich sein wird, wenn Christus herrscht. Dieser Glaube gilt nur während der Gemeindezeit Jesu Christi und wird eines Tages enden. Das ist das große Geheimnis des Glaubens, von dem Paulus schreibt. Es ist eine andere Qualität. Es ist eine Himmelsqualität. Deswegen sind die paulinischen Briefe Himmelsbriefe. Das Wort Gottes ist ein himmlisches Wort. Johannes sagt, wir geben euch kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Welches denn? Das Alte Testament. Wiederum geben wir euch ein neues Gebot, denn das wahre Licht scheint jetzt. Welches Licht? Das Licht des Geistes. Und was tut das? Das macht das Alte Testament lebendig. Das war eine Schlange, die Mose in der Wüste erhöht hat. Das war ein Bild auf Golgatha. Das wahre Licht scheint jetzt. Dieses Evangelium, das für alle Welt gilt, und dieses Evangelium, das eine neue Qualität des Glaubens darstellt, das hat niemand so gut verstanden wie der Apostel Paulus. Niemand hat das so gut verstanden wie der Apostel Paulus. Denn Jesus hat Paulus als ein besonderes Werkzeug herausgerufen, um dieses Evangelium deutlich zu machen. Er hat verstanden, dass eine neue Geburt nötig ist, und er hat gesehen, dass dieses Evangelium in die ganze Welt geht, nicht nur zu Israel, weil Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und findet Ruhe für eure Seelen. Ab Matthäus 12 sieht sich Jesus härtesten Angriffen der Pharisäer und Sadduzäer gegenüber. Ab Matthäus 13 redet Jesus nur noch in Gleichnissen. Er verhüllt seinen Plan. Und er offenbart es nur noch seinen Leuten. Ab Kapitel 13 beginnt Jesus mit den Himmelreichsgleichnissen. Ein Geheimnis. Seine Zuhörer erwarten, dass Jesus ihnen von seinem Königreich berichtet oder dass er ihnen zumindest die Schriften des Alten Testaments auslegt und vom Gesetz Gottes lehrt. Stattdessen redet Jesus über Landwirtschaft, über das Aussäen von Samen, vom Fischfang, von einem, der Geld in seinem Acker findet, von einer Frau, die Sauerteig unter Mehl mengt, bis der Teig ganz durchsäuert ist, von Vögeln, die in einem Baum wohnen, wo sie nicht hingehören, sodass seine Zuhörer und seine Jünger ihn nicht verstehen. Er verhüllt seinen Plan. Wenn sie Zeit und Gelegenheit haben, bei einer gemütlichen Tasse Kaffee, sich die 10 Himmelreichsgleichnisse herauszuschreiben und die in Excel einzutragen, dann machen sie Spalten und dann schreiben sie, wovon diese Himmelreichsgleichnisse reden, und dann haben sie ein Kaleidoskop des Geheimnisses des Himmelreichs vom Anfang bis zum Kommen Christi. Das ist ein Geheimnis und das ist eine wertvolle Bibelarbeit. Die Menschen, die Jesus zugehört haben, haben ihn nicht verstanden, sodass die Jünger sagen, warum redest du zu ihnen durch Gleichnisse? Er antwortete und sprach, euch ist es gegeben, dass ihr das Geheimnis des Himmelreichs versteht. Das ist jetzt ein Geheimnis des Himmelreichs. Diesen aber ist es nicht gegeben. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht. Und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Denn sie verstehen es nicht. Und über ihnen, und da fröstelt es mich erneut, wenn ich das lese,
Und über ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt: Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht verstehen. Denn dieses Volkes Herz ist verstockt und ihre Ohren hören übel. Und ihre Augen schlummern, auf dass sie nicht dermaleinst mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen hülfe. Da fröstelt's mich. Der Heiland der Welt will nicht mehr helfen. Das galt damals für die Juden und gilt heute für uns, für unser Volk, für die Zeit heute. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Hier beginnt die Trennung von Spreu und Weizen. Israel soll gar nicht mehr verstehen. Verstehen sollen nur noch die, denen es von seinem Vater im Himmel gegeben ist. Egal, ob sie aus Israel oder aus den Völkern der Welt stammen. Diese neue und ganz andere Botschaft hat niemand so gut verstanden wie der Heidenapostel Paulus. Seine Jünger hingegen haben diese Änderung des Dienstes Jesu nur langsam verstanden. Auch Petrus verstand das nicht, bis er in Jaffa auf dem Dach eines Hauses eine himmlische Vision hatte, die ihm zeigen sollte, dass auch die Heiden dazugehören. Denn wenn sie nur an Jesus Christus glauben, denn Jesus sagt zu ihm: Was ich heilig gemacht habe, mache du nicht unheilig. Das war schwer für die Jünger zu verstehen, was jetzt kommt. Und die Emmaus-Jünger sagen auch nach seiner Auferstehung noch: Wir hofften, er sollte Israel erlösen. Wir hofften, er würde uns von den Römern befreien. Jesus hat seinen Jüngern seinen neuen Dienst schon vor der Kreuzigung mehrfach erklärt. Denn in Matthäus 16 steht: Von der Zeit an fing Jesus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müsste hingehen, Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Da sagt das. Hört ihr das? Da sagt das. Ganz deutlich. Es kommt kein Reich Gottes. Nicht so, wie ihr glaubt. Jetzt gehen wir hinauf nach Jerusalem und ich werde viel leiden von den Ältesten, von den Schriftgelehrten, von den hohen Priestern und ich werde getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Er redet ganz offen von etwas ganz Neuem. Zu diesem Himmelsevangelium sind wir eingeladen. Das ist etwas sehr, sehr Besonderes, was Gott uns da anbietet. Dieses Angebot gilt seit 2000 Jahren, wird aber irgendwann aufhören. In diese private Gemeinschaft mit Jesus Christus hineinzufinden, ist mehr wert wie jeder Lottogewinn. Und ich schäme mich, diesen Vergleich zu nehmen. In diese private Gemeinschaft des Glaubens Jesu Christi hineinzufinden, ist das Leben selbst, ist die Hoffnung und die Auferstehung. Das wäre eine feine Sache, wenn wir alle, die hier heute Morgen hier sind, diesen Jesus Christus im Herzen hätten. Und deswegen sage ich Ihnen ganz offen: Kehren Sie um, tun Sie Buße und glauben Sie diesem Heiland Gott. Dann wird Ihr Leben neu. Darf ich das so offen sagen? Das ist wichtig, dass das von hier gesagt wird. Ja? Weil das ist der Weg zum Leben. Und wenn Sie die Bibel lesen, dann werden Sie sehen, die Bibel wird Sie nicht enttäuschen. Mag sein, Sie sind ein schlichter Charakter, dann finden Sie Verse, die Ihr Herz einfach nur heil und warm macht. Und mag sein, Sie sind ein hochintelligenter Mann, dann finden Sie in der Bibel Dinge, die weit über das hinausgehen, was Sie denken können. Gott hat für jeden Menschen etwas, was ihn heil macht, was ihn froh macht. Und über dem allen steht dieses Kreuz von Golgatha. Von dem Gott, der da war, der da ist und der da kommt, von dem lesen wir, von dem reden wir und an den glauben wir. Das ist immer noch wahr. In so einer verrückten Welt wie die, in der wir heute leben. Ich schließe. Wäre das etwas, darüber nachzudenken, die Bibel neu zur Hand zu nehmen? Wäre das etwas, die Hände zu falten und die Knie zu beugen und zu diesem Heiland Gott zu rufen? Ich komme aus Rumänien, da sind die Dinge sehr konkret. Dieses Land ist vollkommen ausgeblutet und ausgebrannt. Da herrscht Korruption. Da tun Dinge, Frauen Dinge, um ihre Familie zu ernähren. Ich verklausuliere das. Ihr Erwachsenen wisst, was ich meine damit. Ja? Wir haben Kinder unter uns.
aus lauter Not. Das ist ein Irrsinn. Und mittendrin die Gemeinde Jesu, die halten sich an Jesus Christus. Und so sollen wir das auch tun. Ich komme zum Ende. Wir danken Gott, dass das wahr sein darf, dass wir zu ihm kommen, alle, die mühselig und beladen sind, und dass wir bei ihm Erquickung finden dürfen, weil Jesus Christus uns neu macht, etwas Neues schenkt, Hoffnung gibt, Wahrheit gibt, Liebe gibt. Der Herr sei gepriesen. Gott möchte Sie segnen für die kommende Woche und segnen in Ihrem Glaubensstand und Glaubensweg. Amen.